Hallöchen ihr Lieben, seid ihr willkommen zurück zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal und ja, nachdem wir letztes Mal hier in der Alchemie-Schmiede mit Bogo geredet haben, werden wir jetzt mal schauen, dass wir diese Maske herkriegen, die die Maschine richtig zum Laufen bringen soll, denn so ist sie jetzt ja noch nicht so hilfsvoll, wie soll man sagen. Ja, man sieht auch hier die Stränge, die nach außen führen, also vor die Tür sind noch nicht aktiviert, das heißt, da fehlt durchaus noch etwas. Und er hat gesagt, wir sollen mal zu ihm ins Haus kommen und das ist direkt hier oben. Also ich muss sagen, diese Stadt gefällt mir echt gut hier in den Bergen. Na gut, okay, gehen wir mal rein. Hallo? Jemand zu Hause? Okay, komm, gehen wir erstmal. Okay, da haben sie gerade eine Rede. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Besondere Gäste werden dieser Besprechung heute beiwohnen. Die Kinder der Krieger von Whale. Sie sind soeben in Passai eingetroffen. Mit ihrer mächtigen Synergie haben sie unsere Alchemie-Schmiede wieder in Gang gesetzt. Es war ein einfacher Feuerball, aber okay, cool. Was? Die Alchemie-Schmiede wurde repariert? Mächtige Synergie? Besuch aus Whale? Ich kann es kaum glauben. Hey Leute, hört mal her. Beruhigt euch. Noch fehlt etwas, ehe die Alchemie-Schmiede wieder ihre volle Leistung erbringen kann. Hä? Was denn? Das sind echt nicht die hellsten. Etwas fehlt? Ja. Volle Leistung? Das ist echt so dumm. Ach man, egal. Egal. Okay. Es muss einen Weg geben, sie vollständig zu reparieren. Hä, vollständig reparieren? Einen Weg? Wir brauchen die Sonnenmaske aus dem Ouroboros. Ja, das habe ich doch gestern schon angekriegt. Ach so, gab wahrscheinlich was Neues. Diese Schatzkammer wurde einst von den Ayuthai für die Yenai erbaut. Das Ouroboros ist ein Labyrinth, aus dessen Mauern eine Flucht unmöglich sein soll. Sein großer Schatz ist die Sonnenmaske. Ja, das haben wir gestern erfahren, deswegen wurde es wahrscheinlich aktualisiert. Oh nein, nicht Ouroboros. Das ist doch unter dem Palast von Kaoho. Es ist aussichtslos. Dieser Meinung bin ich nicht. Ich habe einen Plan, wie wir an die Sonnenmaske gelangen können. Bagi. Dürfen wir jetzt mal reinkommen? Wir stehen hier schon Ewigkeit an der Tür. Beruhigt euch, Leute, beruhigt euch. Also, der hätte ja so eine runzlige Stimme. Entschuldigung. Dies sind die Kinder der legendären Krieger von Whale. Sie werden uns helfen, also sie werden, ja, Fragen beantworten. Dürfen wir reinkommen? Kommt nur herein, meine Freunde. Ach, er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Die Geschichtenerzähler hier besitzen große Weisheit. Also bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass sie so weise sind. Ihre Gedanken mögen euch eine Hilfe sein. So. Achso, wir dürfen mit denen reden, okay. Ich meditiere gerade. In Gedanken an das Ouroboros. Das Ouroboros ist ein gefährliches Labyrinth. Und in Labyrinthen kann man zahlreiche Schätze finden. Ja, Schritte natürlich. Doch der größte Schatz von allen ist die Sonnenmaske. Die findet man nur im Ouroboros. Danke, das wusste ich noch. Ich denke gerade darüber nach. Und zwar... über den Palast von Kaoho. König Uvon ließ ihn über uralten Ruinen errichten. Er hat sich selbst über die Vergangenheit gestellt und ihr keinerlei Respekt erwiesen. Oh, Frechdachs. Ich sinniere gerade über das Rätsel des Ouroboros. Der eine meditiert, der eine ist in Gedanken, der andere sinniert, oder was er gesagt hat. Die alten Ayuthai, welche in vergangenen Zeiten ein Teil der Exati waren, halfen den Neox das Ouroboros zu errichten. Das bedeutet, dass nicht nur die Neox, sondern auch die Ayuthai wissen, wie man in seinem Inneren überleben kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch noch hinbekommen werde irgendwie. Ich grüble gerade. Die haben alle irgendwas zu tun. Und zwar über unsere Alchemie-Schmiede. Die Exati haben mit ihrer Hilfe viele Dinge für die Altvorderen hergestellt. Das schwebende Material namens Spol war dabei von essentieller Bedeutung. Vielleicht haben unsere Vorfahren daraus etwas geschaffen, mit dem man den Himmel bereisen kann. Ja, das hoffen wir auch, denn wir wollen ja schließlich irgendwie über diesen Berg fliegen. Okay, Bogo. Ich habe die Bewohner von Passai über euer Vorhaben in Kenntnis gesetzt. Wir hoffen alle inständig, dass ihr uns die Sonnenmaske bringt. Okay, Bagi. Oh. Mein Name ist Bagi. Ich weiß nicht, wie ich den sprechen soll. Bagi. Dieser junge Mann wurde nach dem frühen Tod seiner Eltern von seinem Großvater Bogo zum Ältesten von Passai großgezogen. Achso, dem Ältesten von Passai. Ich dachte schon, so alt ist er jetzt ja auch wieder nicht. Ich habe gehört, dass ihr meinen Großvater Bogo helfen wollt. Dann brecht ihr wohl nach Kaoho auf, um den benötigten Gegenstand für die Alchemie-Schmiede zu finden, nicht wahr? Tut ihr das etwa, weil ihr die Berge überqueren wollt? In der Tat, korrekt. Man sagt, dass die Altvorderen die Berge über einen besonderen Weg überquert haben. Wenn die Alchemie-Schmiede funktioniert, könnt ihr vielleicht denselben Weg nehmen.
Ach übrigens, wenn ihr das Ouroboros betreten wollt, kenne ich jemanden, der euch einen guten Rat geben könnte. Sein Name lautet Amity. Ah, der kommt auch noch vor, das weiß ich noch. Amity, dieser junge Mann ist der Neffe von König Pythos. Pythos ist ja der gute König quasi. Und Prinz von Ayuthai. Er pflegt eine enge Freundschaft zu Bagi aus Pasai. Ja, das ist cool. Für Fremde ist es normalerweise ziemlich schwer, in seine Nähe zu kommen, aber ich als sein Freund kenne da einen Weg. Ich will euch etwas mit auf den Weg geben. Bitte folgt mir. Okay, wo geht er denn hin? Folgen wir mal. Katzin? Wo ist es schon wieder hin? Vielleicht hier in dem Fass? Sieht schlecht aus. Hier, in dem Fass vielleicht. Verdammt, auch nicht. Ist aber seltsam. Ein Bücherregal ist es bestimmt nicht. Ah, da ist sie. Warum guckt er nicht direkt im Bücherregal? Na, egal. Nun, bevor ich euch das hier gebe, muss ich euch etwas über die aktuelle Geschichte der Ayuthai erzählen. König Uvan plant, Ayuthai zu unterwerfen. Er hat sogar Truppen in Richtung Ayuthai entsandt. Aber macht euch keine Sorgen, König Uvans Soldaten haben keine Chance. Die Menschen Ayuthai haben sich tief unter dem Schloss versteckt, wo man sie nicht finden kann. Ein Tor versperrt den Zugang und selbst Karocho-Generäle werden es nicht öffnen können. Das Innere von Ayuthai kann man nur hiermit betreten. Die Baumflöte. Gebe ich mal Kiara ab, keinen Platz mehr in meinen Taschen. Wenn ihr es schafft, an den Generälen vorbeizukommen, könnt ihr in den Innenhof Ayuthais vordringen. Dort findet ihr einen uralten Baum, betretet ihn und spielt auf dieser Flöte. Dieser Baum stellt für euch die einzige Möglichkeit dar, in das Innere Ayuthais vorzudringen. Seid ihr dort angekommen, macht euch auf die Suche nach Amity. Oh, noch was. Ich gehe jede Wette ein, dass unser Aufzug wieder funktioniert, jetzt da die Schmiede aktiviert wurde. Das ist der schnellste Weg zum Fuß des Berges. Es ist gut möglich, dass der Aufzug nach Personen transportieren kann. Ihr findet ihn im nahegelegenen Bohrlagerhaus. Probiert es einfach mal aus. Ja, den habe ich schon gesehen, aber der ging noch nicht, als ich geguckt habe. Mehr kann ich nicht für euch tun. Findet die Sonnenmaske. Alle hier in Pathai zählen auf euch. Okay, so, ciao ihr Dussels. Es sind noch überall diese Striche auf dem Boden, die auch in der Alchemie-Schmiede waren. Wahrscheinlich ist das die Energieversorgung. Okay, nochmal hoch auf den Berg gehen wir jetzt nicht, weil noch hat die Schmiede ja nicht ganz das erzählt, was sie soll. Und gucken wir nochmal kurz. Hier unten war ich, glaube ich, noch nicht drin. Okay, hier wird einfach nur gebetet. Achso, ich habe was vergessen. Und zwar... Oh, was ist... Wo ist die Tür? Achso, ja, da kann man sogar reingehen. Gehen wir mal kurz hier lang. Und hier ist noch ein Bollrätsel. Muss ich nur gucken, was genau es denn bringen soll. Also, wenn man da hoch möchte, ja, dann machen wir das mal eben. Da müsste man so. Flupp. Und dann. Da müsste man so. Flupp. Und dann einmal hier. Und dann einmal nach oben und dann können wir auch schon hoch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist da ja eine Schatztruhe. Das wäre ganz cool. Hier 1A. Weil man ja auch nicht so eine kleine Stufe hochklettern kann. Ach, hier war ein Djinn, oder? Ne, hier ist eine Schatztruhe. Und wir haben Bol erhalten. Das kriegt Tyrell, weil Kiara auch schon voll ist. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Sachen umlagern, aber das mache ich vielleicht offscreen, weil das ist jetzt echt nicht so spannend. Okay, cool, da haben wir die Kiste gelootet. Und dann wollte ich noch einmal, weil ich sammle ja eigentlich richtig gerne diese Heldenchroniken hier. Die kann man sich nämlich angucken. Vielleicht mache ich das nochmal ganz am Ende. Aber ich habe 1 und 2 und ich weiß, dass der dritte im Haus da oben ist, wo wir gerade waren, wo wir die Schriftrolle herbekommen haben. Bei Bagi und Bogo. Genau, einmal hier auch. Das Haus ist auch so ein bisschen in den Felsen eingelassen. Eigentlich voll cool. Genau, und zwar müsste es hier direkt neben der Schriftrolle sein. Ja, cool. Ich spiele nämlich zurzeit auch gerade auf dem DS und da habe ich das dort gefunden. Ja. Also dann, genau. Ist der Waffenschmied wieder da? Nope, die sind immer noch weg. Das heißt, ausrüsten können wir uns hier gerade nicht und deswegen gehen wir einfach mal runter, ne? Schrupp, schrupp. Ja, da hat man gerade nochmal die Außenmauern gesehen, beziehungsweise noch nicht Außenmauern. Und dann gehen wir mal zu dem Raum mit dem Fahrstuhl. Da unten ist der Raum mit der Kiste, wo wir gerade waren. Echt cool, dieses connectete System, oder wie man es nennen soll. So, einmal hier durch. Kommen wir am schnellsten den ganzen Berg runter und noch ein Stockwerk. Ja gut, okay, der Berg ist natürlich groß.
So, jetzt sind wir ganz unten. Und jetzt geht wieder Actionmusik los, weil wir sind draußen. Verlassen wir mal den Berg. Den Bergpfad von Passai. Und direkt auf in die Stadt. Ich habe gerade den Namen vergessen. Kaoho müsste es sein, genau. So, gucken wir mal. Haben wir ein paar kleine, wie heißt die, Windwelpen. Ich glaube, Erdattacken machen hier nicht so viel Schaden, aber ich werde jetzt trotzdem meine Erdattacke benutzen. So, und... Oh, eine Hitzewelle, ich würde die gerne mal testen. Ich hoffe, ich komme damit noch dran. So, einmal Kugelblitze. Oder wie heißen? Ja, Erdattacken machen wirklich nicht viel Schaden. Ich hätte einfach zuschlagen sollen. Ah, lief es ausgeglichen, sehr schön. Und... Piu, Junge macht das Schaden, das ist cool. Das wird bestimmt in Bosskämpfen nochmal von Nutzen sein. Ja, und Reef haut mit seiner Keule natürlich den auch nieder. So, und dann gehen wir mal da oben, ist schon die Stadt, müssen aber noch hier lang. Wir könnten jetzt auch nach links gehen, ich würde eigentlich gerne mal auf die Karte gucken. Wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich in die Wüste. Ich glaube, in der Wüste ist der Prinz, also Amiti. Ja, cool, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Kaoho, weil das müssen wir jetzt erstes machen, denn da brauchen wir die Sonnenmaske. Und hier haben wir ein paar Geister und wir wurden überrascht. Na cool. Kriegen wir einmal kurz aufs Mull. Und jetzt, na komm, gucken wir mal, wie stark wir sind, wenn wir einfach nur drauf prügeln. Sobald wir einen Gegner besiegen, wird ja direkt der nächste angegriffen. Okay, gut, das war jetzt nicht so effektiv. Ja, okay. War jetzt nicht das Klügste, was ich jemals gemacht habe, aber hey. Den haben wir schon mal down und dann haut er auch noch einmal ordentlich drauf. Und den anderen kriegen wir es auch mit zwei Schlägen, eigentlich müssen wir ihn weg haben. Boots 1 und Boots 2, ja, sehr schön. Ich glaube, ich heile einmal kurz, weil Chiara hat schon wieder ein bisschen Schaden. Ah, ne, Tyrell ist es. Chiara hat, glaube ich, eine sanfte Brise. Hoppala. So, wieder alle geheilt. Und dann auf nach Kaoho. Sehr an den japanischen Stil angelegt. Und ich sehe auf der Karte schon direkt eine Kiste, direkt hier. Und da drüben ist ein Djinn. Ah, man kann ihn sogar sehen. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Wenn ich hier rüber gehe, verlasse ich dann direkt die Stadt? Ah, ne, hier ist noch ein kleiner begehbarer Bereich. Okay, hier ist ein kleines Kind davor. Mhm, okay. Der muss, glaube ich, noch irgendwie da weg. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinbekommen. Und wie ist mit der Chest? Hier könnte man doch eigentlich rüber. Boah, ich liebe diese Stadt. Also nichts für ungut, aber Golden Sun hat so viele krasse Szenen. Und ein Kleid. Wieso kriegen wir die ganze Zeit Gewänder? Okay, gucken wir mal. Hat Tyrell jetzt? Dann geben wir es mal. Ja, Chiara kann es anziehen. Ja, eigentlich kann es nur Chiara anziehen. Aber das ist nicht so krass. Und es ist auch die Einzige, die es anziehen kann. Hm. Ja, er kann es nicht anziehen. Ja, blöd. Dann behalten wir es erstmal. Es wirkt jetzt nicht so stark. Guck mal, hier sind Felder. Keine Ahnung. Gucken wir mal hier kurz rein. Oh, da ist tatsächlich was. Ein Elixier. Cool. Gehen wir mal ins Haus. Okay, hier ist eine kleine Family drin, wie jetzt gedacht. Ich könnte jetzt die ganze Stadt durchstöbern, aber das werde ich jetzt erstmal nicht machen, weil sonst bin ich morgen noch hier dran. Stattdessen würde ich mal den Part eben beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir warten mal hier im Feld. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Däumchen nach oben. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein und ciao.